Déjà-vu, ne? Ich glaube, ich habe das hier schon mal gesetzt. Aber es sind wahrscheinlich keine Mauern im System, weil halt fast kein Stein mehr da ist. Das heißt, das Stein, was jetzt oben noch da gerade abgebaut wird, sollte ich eigentlich in die Schmelze schmeißen. Also diese vorbereitete Schmelze, die ich eben oben stehen habe, die da. Um daraus Mauern zu machen. Ja, das mache ich kurz. Und inzwischen sollte dann auch genug Schwefel da sein für so ein Medkit zum Rumtesten. Dann kommt das in den Slot, wo der Raketenwerfer jetzt ist. Stein. Stein, 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 Stein war da. Hat nur noch 700 drin, also müsste es an die 700 abgebaut haben. Könnte hinkommen. Da muss ich mich jetzt zurückhalten, dass ich da keinen Lennfeld draus mache. Weil es gibt noch so viele Löcher zu füllen. Da. Du brauchst einfach nur eine Kiste. Stinknormale Kiste. Kein fancy Kram. So, das machst du bitte alles zu. Den da eine Mauer ist drin. Wow. Du machst das schon. Gut. Warum haben wir null Batterien? Weil keine Schwefelsäure da ist, weil ich das gerade abgeklemmt habe. Das ist richtig. Wofür braucht ihr das alles? Oder kommt nicht genug Öl an oder was? Ja, ist nicht genug Öl. Ja, die haben alle nur Speed-Module 1. Das ist problematisch. Müsste also bei Zeiten auch umgebaut werden. Braucht aber auch wieder rote Chips. Abbrechen. Ich brauche meine roten Chips, verdammt. Das heißt, die können raus. Die können raus und dafür müssen da Rosen rein. Menno, Menno, Menno. Du, damit dich wieder umbauen. Dich wieder umbauen. So, du machst jetzt wieder Schwefelsäure, dadurch kommen auch wieder Batterien zustande. Mauern werden hergestellt für das Projekt unten. Gut. Du füllst dich langsam wieder auf, hast aber kaum Leichtöl. Fuelblocks hauen aber hin, ne? Ja, schaut gut aus. Okay, Bau. Also ich vergessen Eisenplatten zu holen. Klau sie halt hier, wollte ich sagen, aber das klappt nicht so ganz. Klau sie hier. Bau ein Regenerator Medkit Dings. Achso, die kann ich gar nicht selber herstellen, da brauche ich eine Fabrik für. Ja, okay. Lass mich hier durch. Du mach Medical Supply Gedöns. Shift rechts, Shift links. Beschränk dich auf einen Stack. So. Das ist gleich ein ganzer Schwung von Chips, ne? Wie viel werden da angefordert? 50. Achso, weil das Ding selber 25 braucht, richtig? Ja. Also immer die doppelte angeforderte Menge und so. Gib mir hier einen kleinen Kickstarter, da einen kleinen Kickstarter. Und dann gucken wir doch mal, wie das denn so wirkt. Also ob man das wirklich zum Gegenheilen nutzen könnte. Sonst beschleunigt es ja quasi nur die... Das hätte mir geholfen. Bei dem letzten Problem, wo ich nicht schnell genug hinterherkam. Da war der Spawn ja schneller, als ich quasi mein Schild regenerieren konnte und wieder reinlaufen. Hätte ich das Medpack gehabt, hätte ich schnell wieder reinlaufen können, weil ich wenigstens dann mit meinen HP gegen tanken hätte können. Ja, wie teste ich das jetzt am besten? Mit einem Angriff, richtig. Aber Angriff ist so eine Sache. Und das ist viel zu viel auf Vorrat. So, Eigenbedarf und so. 30 ist okay. Wie viele Pfosten haben wir da drin? 100, ja. Wie schaut das hier drüben aus bei Skynet? Ebenfalls 50. Wie viel braucht so ein Frame, Flying Frame? Ich will jetzt nicht irgendwas einstellen, dass er gar keine Flying Frames mehr bauen kann. Braucht ein Stahl. Ja, weißt du was? Dann kannst du hier auch ruhig runtergehen auf 20. So. Ich klaue mir jetzt überall was zurecht. Gut. Also, ich habe das, ich habe das. Ich habe bei weitem nicht genug Energieschilde. Davon werden mehr gebaut. Ich könnte jetzt ein MK2er-Schild bauen, wenn das alles durch ist, weil ich habe 4 hier und 6 in meiner Rüstung drin. Aber das klingt sehr, sehr wenig. Ah, da, rote Chips. Ist mehr rote Chips. Das ist schon besser. Dann baue ich wieder Stahl. Ich guck mal unten, ob in der Kiste sich da vielleicht inzwischen irgendwo irgendwas gesammelt hat. Kurze Brutzel. Nee, hier will ich nicht rein.
Oh, es ist leer. Stopp, ablenken lassen. Ablenken lassen ist wichtig und so. Jedenfalls hier. Du kannst weg, 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 weg. Gut, ich brauche einen Boiler. Und ein... Mist. Ah doch, da. Eine Engine. Das hier ist alles durcheinander. Ja. Definitiv alles durcheinander. Und ich habe keinen Stahl für die Pfosten. Ich könnte jetzt Pfosten anfordern, aber die Bots sind nicht so wirklich schnell. Also gehe ich lieber hier runter und zwackt mir da direkt was ab. Auch wenn da die gleichen Mengen drin sind wie vor 5, 6 Folgen. Nämlich immer nur 3 bis 5. Ja, 3, 4, 5. Super. Hätte ich nicht besser demonstrieren können. Gut, gehe wieder zurück. Gehe ich hier hoch. So, ich könnte auf der anderen Seite auch nochmal einen Drill setzen, um das hier ein bisschen zu beschleunigen. So. So, genau. Pfosten setzen. Blub. Blub. So, die arbeiten jetzt nicht, weil hier noch keine Anbindung ist mit Zeug. Weil Zeug ist wichtig. Ohne Zeug arbeiten die Maschinen nicht. Kicher, haha, lol. Du, verdammt. So. Ist da. Du stehst da doof. Das müssen wir gleich wieder umbauen. Zu. Da, da und noch irgendwo. Ja. Habe ich noch hässliche Poles dabei? Nö. Kann ich hässliche Poles bauen? Nein. Kann ich. Untergrundbells habe ich ein paar. Das ist gut. Ich sollte oben anfangen. Das macht das dann, glaube ich, einfacher. Da nach da. Da nach da. Da nach da. Und das war's. Gut. Few Blocks kommen. Schön, 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 schön. Dann knabber hier schon mal dran. Aber da schon mal dran und da muss aber noch Stromversorgung hin und die restlichen Engines, was jetzt schon passen könnte. Das heißt, Strom sollte gleich wieder einen schönen Boost bekommen. Das ist super. Das da sollte ich irgendwo nochmal anders langlaufen lassen, damit ich hier auch die schon machen kann. Und dann ist die Süderweiterung bald dran. Habe ich da keine Radarschüsse hingesetzt? Herr. Halte ich im Auge. So, ihr könnt schon mal wenigstens die Einer bekommen. Das ein bisschen besser läuft. So. Die anderen Ölfelder drüben dann auch. Wie mache ich das hier? Könntest du mit Untergrundbells machen, was kostet eine ganze Menge Untergrundbells. Das wäre von da nach da und dann, ja. So. Und ab hier muss es gar nicht mehr da sein. Ja, ist okay. Vielleicht sollte ich dann allerdings auch noch... Erstmal lasse ich den Knick jetzt weg. Brauche ich ja nicht mehr. Ich könnte auch einfach die Radarschüsseln da wegnehmen, oder? Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen einfacher. So, weil die müssen ja nicht direkt da sein. Die kann ich auch... so daneben positionieren einigermaßen. Oh, bei 23. Nee, komm. Setz die Radarschüssel. Wer hat die Radarschüssel hier gesetzt? Eindeutig betrunken aus. So, ihr seid am Arbeiten. Gut, sehr gut. Mehr, mehr, mehr Arbeit. Ich brauche Eisen. Ich brauche Kupfer. Okay, kurzer Trip Kupfer zu holen. Dann Batterien tauchen oben wieder auf. Das ist sehr gut. Ich müsste dann weiter Stahl zusammenkratzen. Also ich müsste die Stahlproduktion allgemein vielleicht erweitern. Jetzt, wo Eisen ja wieder regelmäßig reintrudelt und wir inzwischen bei 6700 Eisen sind. Wobei wir vor 25 Minuten noch auf Null waren. Das ist echt Hammer. Was? Ah ja, genau. Gib mir Eisen. Nee, nicht ganz so viel. So reicht das schon. Und du kriegst mal hier ein paar Flakes. Ein paar Flakes. Wenn mein Inventar leer wird. Stahl, Stahl, Stahl. Speedmodule.
Speedbruder. Hier kommt genug an. Die Kupfer wollte ich holen. Haben wir hier irgendeine Kiste, die voll läuft? Geht so. Ist auch nicht so extrem, wie ich dachte im Kupfer. Bräuchten wir vielleicht auch noch rote Fließbänder? Ne, es geht eigentlich, ne? Ja. Ja, das ist okay. Ich kann einbauen. Yay! Gott. Es wird eine Weile dauern. Jo. Könnte ich hier noch Schmelzen machen? Es ist schade, dass ich es nicht so modular aufgebaut habe. Also jedenfalls nicht so modular, wie ich es gerne gehabt hätte, dass ich es immer erweitern kann. Also wenn ich jetzt sage, oh, ich brauche mehr Stahl, dann klatschen einfach drei Schmelzen hinten dran. Aber es ist nicht so wirklich viel Platz dafür da. Ich sollte also eigentlich eine neue Stelle suchen. Wo? Wenn das Kupferfeld weg ist, dann könnte ich hier eine schöne Stahlschmelzreihe machen. Also zumindest hier in dem Bereich, auf beiden Seiten. Hier kommen ja später die Fuel-Blocks, die Steam Engines hin. Weil ich die auch schon mal vorbereiten könnte. Mit 5 waren das, ne? 1, 2, 3, 4, 5, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Brrrrp. Autosave stört. So. Brrrrp. Mhm. Endes habe ich keine gebaut, glaube ich. Nö. So, Licht hatte ich hier. Miep. Ach, komm schon. Ich will doch nur das Licht der Erleuchtung oder so ähnlich da hin platzieren. Geht den halt nicht. Den zick ich halt. Das kann ich auch ganz gut. Bau bitte. Shift. Also, ja, das Strommuster-Ding wird hier wieder konfus. Das lasse ich erstmal so, wie es ist. 5. Ey, wir konnten mal 6 rausholen aus einer Stahlkiste. Wahnsinn! Wir müssen die Speedmodule machen. Und ich kann jetzt einen verdammten MK2-Schild bauen. Wie viel mehr macht er nochmal? Shield 150. Okay, dreifach so viel. Das ist akzeptabel. So, hier sieht es nicht mehr ganz so extrem aus wie vorher. Ich schaue mal kurz zur Eisenproduktion, wie es da aussieht. Und vorher gucke ich hier, ob das mit den Ärmchen wieder das altbekannte Problem ist. Ja, ist es. Aber das ist schnell gefixt. So. Bip, 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 bip. Alles gut. Also es fehlen tierisch viele Mauern und die Basis wird immer größer und kranker. Aber sonst ist alles gut. Oh. Kommt mir das nur so vor, oder? Tritt der Fehler auch an Stellen auf, wo er nicht eigentlich auftreten sollte. Oh, du bist schon... Oh. Ich wollte sagen, du bist schon fast leer, weil das ja so kahl aussieht. Aber er hat noch 9100 drin. Teilt er sich allerdings auch mit dem da und dem da. Ja, boah, 20.600. Das ist noch richtig viel in dem Feld. Und da ist noch... Oh, nom, 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 nom. Ganz viel Eisen. Sehr schön. Trotzdem Speedmodule reinhauen. Ja, nein, vielleicht... Ja. Das soll richtig poppenvoll sein. Dass es jetzt noch nicht ist. Und eigentlich müsste ich auch an jeder Kurve... Warum habe ich auch eine Kurve drin? Weil es toller aussieht. Natürlich, Jirogon. Das ist die beste Erklärung überhaupt bei dir. Du, hey, warum machst du das denn so super kompliziert und mit extra Kurven und wodurch alles langsamer wird? Es sieht toller aus, wenn die Fließbänder an den Strompoles langführen. Tut's auch, aber... Ja. Wie gesagt, ich habe ganz vergessen, dass Kurven das Ganze langsamer machen. Ich sollte also möglichst wenig Kurven drin haben. Und an den Kurven halt immer rote. Und dann mache ich hier auch mal Untergrund, damit ich mir da noch eine Kurve spare. Das ist auch toll. So... So. Rot. Kurve. Go. Runter, 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 runter. Du kannst einfach mal weg. Ich weiß nicht, warum ich deine Radarschüssel haben wollte. Da muss immer noch einer hin, das ist richtig. Aber der Rest sollte doch hier sein. So, Kurve. Blub. Blub.
größer Angriff im Südwesten, aber ist alles okay. Und da dann noch mehr Kurvenbau, mal ein paar davon. Ich hätte gerne eigentlich einen kleinen Vorrat an Zahnrädern. So, du kriegst auch nochmal hier ein bisschen Eisen, damit ich es nicht rumschleppen muss. Du auch und du auch.